So, YouTube, wir sind noch immer in derselben Runde Geotastic. Willkommen. Ja, die ersten beiden Stunden sind rum und wir haben erst Runde 1, 2 und 3 geschafft, die uns die Nerven gekostet haben. Es liegt aber auch an der Wärme. Hier drin sind, ich glaube, an die 32 Grad gefühlt, aber Wirklichkeit wahrscheinlich 26. Ich gucke, es sind 26,3, wenn das Thermometer an der Heizung richtig geht. Ja, wir waren in Kanada, wir waren in, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, und wir waren jetzt in Kolumbien. Griechenland waren wir. Jetzt kann ja nur noch was kommen? Bangladesch, Thailand oder Indonesien. Das wäre ja auch schön. Philippinen hatte ich sehr lange nicht. Oh, das sieht nach einfachem was aus. Das sieht mir nach Kirgisistan aus. Oder Mongolei. Das, na, obwohl Kirgisistan sagt dieses Haus. Aber vielleicht draußen irgendwas mit Mongolei. Kommt immer drauf an, was draußen, ob da so eine komischen Hütten stehen, nicht wahr? Ha, Supermarket. Es wird also auch noch eine Stunde dauern. Hier können wir nämlich nicht immer überall langfahren, wo wir lang wollen. Zum Beispiel diese große Straße dürfen wir leider jetzt nicht langfahren. Fahren wir erstmal nach Westen und gucken da. Aber ja, fühlt sich schon kirgisistanisch an, nicht wahr? Das Problem ist auch hier, ich kann die Schrift halt null lesen. So ein bisschen wie in Griechenland das Handicap. Muss aber auch ein kleinerer Ort sein. In der Hauptstadt wär's so, da steht oft auch Englisch drunter. Die sind sehr touristisch vorbereitet, muss man mal sagen. Also da kommt man sich relativ gut navigieren. Okay, irgendeine krasse Kampfstatue. Steht hier was auf Englisch? Nee. Irgendwas auf jeden Fall 2015. Aber das war's dann auch schon. Ja, erinnert mich jetzt auch wieder an Worker and Resources, nicht wahr? Leider mit den Zäunen im Worker and Resources ein bisschen schade. Das würde ich nämlich auch ein bisschen mehr setzen, aber die sind ja so schwierig zu setzen. Deswegen lasse ich es immer weg. Okay, hier entsteht auf jeden Fall ein riesiges neues Wohngebäude. Kendall. Vereinigte Arabische Emirate. Ja, ganz knapp daneben. Aber ich würde den Ortsnamen nicht mal kennen, wenn ich ihn sehe. Wir könnten versuchen, uns hier anhand der Berge zu orientieren, aber wir liegen in einem abfallenden Delta nach Westen. Und trotzdem sind da Berge. Aber wir sind auf einem Berg mit einer Ebene, der nach Westen abfällt. Okay, vielleicht kriegen wir das zu sehen. Kirgisistan. Könnten zum Beispiel hier sein. Nicht? Dass wir auf dem Hang von dem sind, den wir im Hintergrund sehen. Aber der ist vielleicht zu hoch. Aber so eine Ecke würde ich jetzt mal vermuten. Die gibt es halt oft. Was es wieder nicht leicht macht. Wir können auch ja, hier oder so in sowas sein. Obwohl, dann würden mir die hohen Berge da fehlen. So eine kleine Ecke passt schon besser. Oder hier. Aber ich glaube, unsere Stadt ist gar nicht so klein, wenn die diesen riesigen Platz hat. Und die da wird durchaus eingeblendet. Wie groß bist du denn? Bist eher langgezogen. Interessant.
Wenn wir einen Fluss finden, wäre das vielleicht hilfreich. Wir fahren gerade nach Westen die ganze Zeit. Eigentlich schon sehr eingeschlungen, nicht? Wir haben eher eine freiere Sicht, würde ich sagen, als das hier. Okay, wo gibt es denn noch größere Städte? Da oben? Ah, dann würden wir Wasser haben. Osch. Ja, Osch. Hätte aber dann nach Süden und Osten Berge. Das sieht hier nicht so aus. Also gerade, eigentlich sieht es aus, als ob wir wirklich auf so einem Plateau zwischen den Bergen sind. Was haben wir noch? Esgön. Jetzt sind wir auch hier oben, aber hier oben ist sehr flach. Was ist mit Talas? Talas Central Market? Und nach wo? Nach Westen. Und Westen ist flacher. Ja. Ja. Und nach Norden ist Meer. Ja. Und nach Südwesten, Nordosten, Süden, Westen ist auch Meer. Ja. Ja, fühlt sich gut an, oder? Und wir sind jetzt im Südwesten, wo nichts mehr ist. An der Tankstelle. Hier. Ist die von Gazprom? Nee, wahrscheinlich nicht. Gut. Wer weiß, von wann die Bilder sind. Das passt verdächtig gut gerade. Wahrscheinlich will ich, dass es passt. Das ist mal gefährlich. Okay, wo starten wir? Nach Süden haben wir aber direkt einen Hügel. Den haben wir hier nicht. Da ist zu flach. Also wir sind dichter an den Bergen dran. Ich meine, könnte auch so eine, aber die ist wieder zu klein. Wie finden wir raus, ohne lesen zu können, in welcher Stadt wir sind? Ich weiß ja nicht mal, ob das hier ein Stadtname ist oder Krankenhaus nur heißt und Mohawk einfach ein Begriff oder ein Name. Ich kann halt die Buchstaben, da UAE, UAR, kann die halt schwer voneinander trennen. Mal was Lesbares. Pub und Restaurant. Amerikanisches Restaurant. Okay. Kodak-Laden. Ocean Party. Mongolian Ocean Party. Aha. Hilfreich wäre, wenn halt irgendwie ein Wortzug immer wieder vorkommt. Das Problem ist, die Wiedererkennbarkeit von so einer Schrift ist halt bei mir echt auf null.
Und am Ende sind wir doch in der Mongolei. Ha, ha. Ja, Wings of Mongolia. Guck mal. Die Frage ist, die liegen halt auch nicht unendlich weit auseinander, nicht? Aber macht Wings of Mongolia da Werbung? Das Problem ist, es wirkt halt echt nicht mongolisch. Mir fehlen halt diese kleinen Hütten, die ich sonst sehe. Das heißt, das könnte eine Ecke von der Mongolei sein, die vielleicht eher in den Ostblock übergeht. Holies. Das kann ich lesen, immerhin. Steht da noch mehr? Ist das Arabisch? Also mit den ganzen Plattenbauten und so hätte ich nicht Mongolei vermutet. Auch mit diesen ganzen grünen Anstrichen und diesem Monumentalbau, wo wir gestartet sind. Bin ich maximal verwirrt. Das Schöne ist, jetzt haben wir auch noch eine Stunde Zeit dafür. Aber wir haben auch noch eine fünfte Runde. Okay, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit dafür. Orange Center. Aber genauso wie wir es eben in Kirgisistan gemacht haben, können wir ja auch nochmal in der Mongolei gucken. Ob das irgendwie passt. Okay, eine Werbung ohne Werbung. Schimpf, Raf, warten. Wir sind zuerst dran. Also, aber dasselbe Problem, was für Kirgisistan gilt, gilt natürlich auch für die Mongolei. Ich kann die Schrift nicht lesen. Also hätte da die Fluggesellschaft nicht ihre Werbung gehabt, nicht? Und das hier sieht halt auch echt... Normalerweise haben die so eine, ich weiß nicht, wie die heißen, Dutches oder so, so eine komischen Zelte, selbst wenn sie ein Haus haben im Garten, wenn das die Mongolei ist. Hier, genau, die Zelte. Das, jetzt hätte ich gesagt, okay, ist Mongolei. Aber klar, in der Stadt werden die sowas seltener haben. Da sieht man sie jetzt besser. Keine Ahnung, warum die sowas alle in ihrem Garten nochmal stehen haben. Pflanzplantage oder sowas? Oder schlafen die da drin? Aber warum, wenn ich ein Haus habe? Okay, hier können wir nicht weiterfahren, wo es rausgeht. Ja, das ist natürlich scheißi kussi. Okay, zurück zum Start. Versuche ich mal rauszufahren. Vielleicht, manchmal haben die so große, monumentale Anzeigen. Hier konnte ich auch nicht rausfahren, nicht? Ich konnte hier nicht weiterfahren gleich. Wo drauf steht, in welcher Stadt man ist. Coca-Cola. So, willkommen in und sowas. Die Treppe ist gerade, die Rampe. Fühlt sich trotzdem total nach Nicht-Mongolei an. Neulich konnten wir in der Mongolei nicht vor- und zurückfahren, nicht? Und haben es gefunden. Allein am Straßenknick. Also die haben nicht so viele Straßen. Wenn man da so ein bisschen in die Ausrichtung guckt. Ach, eine Karte! Also heute haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, voll Glück, oder? Murun in Moppet. Ja, also besser kann es ja nicht laufen. Ich werde es trotzdem nicht finden, aber besser kann es doch nicht laufen. Und ich brauche trotzdem eine Stunde. Aber das ist schon geil. Murun. Ist das hier? Das ist hier, oder? Murun.
Ja, hier sind wir, oder? Die Straße geht nicht weiter. Das macht mir Sorgen, aber das hier sieht zu gleich aus, oder? Aber die hier, ab hier verliere ich sie. Also bis hier würde ich sagen, ist sie das? Und die hier auch? Und dann ab hier gehen die auseinander. Als ob die nur bis hier abgebildet sind. Map-Pip. Ja. Okay, aber das ist es. So, jetzt gucken wir mal. Passt auch zu dem, was ich gesagt habe, nicht? Umgeben von Bergen und abfallendes Delta. So, und wir waren vorhin da, wo die Tankstelle im Süden ist und nichts mehr ging. Hier waren wir vorhin. Da sind wir vorhin angekommen. So, wie sind wir da hingekommen, ist jetzt die Frage. Wir sind immer nach Westen gefahren. Das heißt, wir kommen irgendwo von dieser Straße, würde ich sagen. Vielleicht anhand der Tankstellen. Da ist ein Arztding. Können wir das irgendwie heranziehen? Wir fahren Nord-Süd. Dann sind wir ja auf der hier. Oder auf der hier. Ja, aber hier macht schon Sinn. Da ist nämlich Leider Pharmacy. Das ist aber Mohawk. K. Sehen wir das? Sehe ich nicht. Und hier konnten wir nicht weiterfahren, nicht? Und deswegen sind wir hier abgebogen in die Richtung. Und dann sind wir zu der Tankstelle gekommen. McPizza and Chicken? Habe ich nicht gesehen bisher. Minimarket. Schwierig. Was haben wir da? Komipetop Mastop. Hilft auch noch nicht. Taiwan. Wir sind immer noch im gleichen Ort. City Shop. Skynet. Das Problem ist, diesen riesigen Platz hier wird man nicht sehen, oder? Oder ist das Polis? Da sind wir vorbei. Oder ist das hier irgendwo zu sehen? Hier ist ein riesiger Platz. Mit einer Statue drauf. Wir fahren ja Nord-Süd. Eigentlich gibt es sowas hier nicht an der Straße. Könnten hier an der sein. Sieht aber auch jetzt nicht so aus, als ob es da einen riesigen Platz gibt. Man denkt immer so, ah, hier, und dann sucht man ran, ah, Häuser. Straßen nur nicht eingezeichnet. Ich meine, der Platz ist jetzt nicht so klein, nicht? Davor ist ein Spielplatz.
Und dann kommen da nur zwei Gebäude und eine Statue. Das müsste ja mindestens zwei Häuserblöcke sein. Und dazwischen ist aber eine Straße. Das heißt, ich baue ein leeres Feld, eine Straße und ein leeres Feld. Okay, nochmal irgendwas Markantes. Die Polizei hatten wir gefunden. Harpan 3X Top Restaurant. Das Problem ist, wenn die sich nicht eingetragen haben, dann finde ich die halt auch nicht. Hier ist noch eins. M&M Pub Restaurant. Stimmt, das hatten wir. Hier sind wir in einem der anderen kleinen Orte gewesen. Irgendwie passt mir das hier nicht hundertprozentig. City Market. Haben wir Straßennamen? Wenn die haben Verkehrsüberwachung, da drüben, da steht auch was dran. Hospital nach Süden. Das macht total Sinn, das Hospital ist nämlich hier unten. Wo war's? Hier. Das heißt, wir sind vielleicht gerade hier. Das ist die Dings, dann stehen wir hier. Und das hier ist der Park und das ist die große Fläche. Das könnte sein. Warte mal. Achso, da fahren wir aber nach Westen, nicht? Ja, hier. Da ist der Park, hier ist die Statue. Das heißt, wir stehen hier. Okay, jetzt haben wir es. Doch noch gefunden. Und Bingo Bongo. 3,84 Meter. Geht doch. Oh. Mongolei besiegt. Manchmal hilft so eine kleine Sache nicht. Alleine steht Krankenhaus im Süden. Alles war klar. Sofort gefunden dadurch. Und jetzt Runde 5 von 5. Och nö. Och nö. Och nö. Bolivien oder so. Oder Peru. Ich würde fast sagen, irgendwo da. Flagge kenne ich nicht. Aber sieht aus wie so ein Gemälde im Hintergrund von dem Farm. Was? Schweine? Okay. Haben wir irgendeinen Stadtnamen, Ortsnamen? Ja. Shurkokani, Shurvislai. Und kann ich nicht lesen. Aber Shurkokani, 92 Kilometer.
Schua. Gut, so spontan, nicht? Werde ich es jetzt nicht sehen. Das wäre auch zu einfach. Und das letzte sehe ich nicht. Das wäre auch nochmal interessant gewesen. Wir sind ja eher auf so einer flachen Hochebene. Okay. Wir fahren mal ein Stück. Da wird ja noch dran stehen, welche Straße wir haben. Ein riesiger Fluss. Oder See. Oh, oh, der ist ja richtig riesig. Vom Westen bis in Osten. Das könnte der Titicacasee sein. Wenn wir Kokani jetzt noch sehen, Schupa. Der See liegt südlich. Ja, dann müssen wir irgendwo hier vielleicht sein. Und so groß wie der ist, glaube ich, kaum. Und hier vielleicht noch. Der könnte noch recht groß sein. Aber das war's, oder? Also, andere Dinge kommen mir nicht mehr in Frage bei der Größe. Wobei das jetzt auch nicht so tief aussieht vom... Es ist schon groß und lang gezogen, aber nicht so, so flächig wie das hier. Chuka Kokani. Wollte ich doch sagen, da wo es nicht ganz so weit voneinander weg ist. Okay, und Chuka Kokani ist wie weit weg? Ja, das wird jetzt Speedrun-Runde. Speedrun-Runde. Nach 18 Minuten. Das ist 92 Kilometer weg. Ach, willst du mich verarschen? Visalaya ist direkt bei uns. Okay, und das liegt Richtung Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. So, 92 Kilometer. Bedeutet hier. Hinter Las Paz. Visalaya. Dann müssen wir vielleicht hier drin sein. Aber warum gibt man diesen kleinen Ort da an? Und Tiquina. Tiquina, da ist Tiquina. Es war San Pablo de Tiquina, aber es ist da. Das ist 20 weg. Ganz klar China. Ah. Also ich glaube, dass es nicht noch einen Chuka Kokani gibt. Was so gut passt. Nehmen ein Tiquina. Tiquina. Ich würde ja dann sagen, vielleicht sind wir hier.
irgendwo, aber selbst dann passt das ja nicht. Und wir werden auch kaum hier drüben sein. Weil das, warum sollte man das in einem... Die 92 verwirr mich halt. Das ist so spezifisch. Und dazwischen sind doch tausend andere Orte. Als ob es der nächste große Ort wäre und davor Tikina. Ich meine, vielleicht sind wir wirklich, wenn das hier 30 Kilometer oder so sind, dann sind wir vielleicht wirklich hier. Irgendwo. Chiawa. Aber wir gucken ja südlich auf den See. Okay, wir fahren mal nördlich durch. Wissen wir überhaupt, wie der Ort heißt? Nee, oder? Der Ortsname selber, der stand nirgendwo dran. Shurikokani. Steht das 92 für die Anzahl der Einwohner? Also ich würde schon sagen, dass wir da einfach drin sind gerade, nicht? Wir starten einfach hier. Einfach nördlich und dann kommt die Kurve. Und da ist noch das Krankenhaus wahrscheinlich. Bimi. Ja, da sind wir. Hä? Okay. Macht gar keinen Sinn, die Angabe. So. Wir haben eine Straße, bevor wir stehen. Zwei nach rechts. Drei nach rechts. Vier nach rechts. Okay, vier nach rechts würde ich sagen. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, da würden wir stehen. Das heißt, vor der Kurve nach links eins, eigentlich nur ein, warte, zurück. Eine dürfte noch nach links kommen. Ja, tut sie. Und jetzt müsste so eine... Das hier nicht. Das ist ein Fluss. Ich suche hier diese beiden, die aufeinander führen. Das könnte die und die hier sein. Boah, dass das eine Straße zählt. Dann kommt keine mehr. Ja, da sind wir. Finish. Und 4,84 Meter. Ja, keine langen Diskussionen. Endlich mal das geschlagen. Warum auch immer Shurikokani in 94 Kilometern dran stand. Aber es hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Das Tikina dann 20 Kilometern. Der Ausblick. Es hat einfach super gepasst. Schöne Ecke, nicht? Und damit kommen wir zu den finalen Results. 2 Punkte liegen gelassen. Wir waren in Kanada. 6 Minuten, es hatte so gut begonnen. Dann waren wir in Griechenland. 60 Minuten. 2 Punkte verloren. Dann waren wir in Kolumbien. Fast 60 Minuten. Dann waren wir in Mongolei, 22 Minuten. Und nochmal in Bolivien, 10 Minuten. Brrr. Okay, also das sind... Ich war mal auf 60 Minuten runter, nicht? Aber ich glaube, auch die Orte sind ein bisschen schwieriger geworden. Zum Runterkommen machen wir nochmal kurz Flaggen, würde ich sagen. Mosambik oder sowas? Oder Malawi? Nee, Mosambik passt. Oh, wartet. Das ist Guinea. Ja. Oh, das ist ganz einfach. Das ist Singapur, nicht? Also, ja. Oh, Tschad oder Rumänien? Oh. Ah, Rumänien. Ich kann es hier einfach nicht unterscheiden. Tschad hat ein bisschen dunkler. Da brauchst du schon einen perfekten Bildschirm, um... Also,
müsstest die beiden Flaggen nebeneinander sehen, um zu sagen, oh, das ist die oder die. Wenn du nur die Flagge siehst, weißt du nicht, welche von beiden das ist. Das ist eine 50-50-Chance, nicht? Also ich mache uns die mal auf. Bild im neuen Tab öffnen. Ja, also da kannst du noch so viel raten. Die ist halt ein Ticken dunkler als die. Da, ja, aber wer will das erkennen? Also seht ihr überhaupt einen Unterschied in der Übertragung? Ich weiß es nicht. Das zählt für mich. Für mich zählt das immer. Und dann haben wir die Desire the Right, die guten Falklandinseln. So, damit haben wir 5 von 5 und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.